Da ist er wieder. Ich bin's, euer Sven, euer Amara. Heute gehen wir ins Workout Nummer 4. Wir werden heute was machen, das nennt sich Tabata. Das heißt, wir werden eine gewisse Zeit in einen maximalen Ablauf machen. Das heißt, ihr habt 20 Sekunden Zeit. Ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn ihr natürlich fitter seid, dürft ihr die Zeit jederzeit nach oben schrauben. Ihr habt 20 Sekunden Zeit, so viele Wiederholungen zu schaffen in dieser Übung, wie ihr könnt. Dann habt ihr nur eine kurze Pause, um euch direkt in die nächste Übung zu begeben. Und dann werden wir so einen Zirkel starten. Was ihr vorab braucht, sind zwei Wasserflaschen. Die braucht ihr gleich. Ich erkläre euch gleich, warum. Aber mit Übung 1 fangen wir jetzt erstmal an. Wir werden ganz normal Liegestütz machen, auch wieder in drei unterschiedlichen Variationen. Ja, Anfänger, Fortgeschrittene sage ich jetzt einfach mal und richtig fitte Menschen. Die Einsteiger-Variante wäre wieder Knie auf dem Boden, Liegestütz machen, nach oben pressen. Die fortgeschrittene Variante wäre dann Knie anheben, schön runter und nach oben. Und die Experten, richtig fitten Menschen, hoch, mit eindrehen und wieder runter. Das Ganze dann halt so schnell wie es geht, 20 Sekunden lang Vollgas geben, dann direkt in den Wechsel rein. Jetzt braucht ihr die Wasserflaschen. Ihr nehmt eine Wasserflasche, stellt sie einfach hin. Das haben wir, glaube ich, alle zu Hause. Macht drei große Schritte. Stellt die andere Wasserflasche dann auch hier hin. Jetzt begebt ihr euch einfach immer zwischen den Wasserflaschen als Sidestep, schnell bewegen, Wasserflasche berühren, rum, direkt in die nächste. Und immer hin und her, so schnell wie ihr könnt. Das wäre dann ideal. Dann kommen wir in die nächste Übung. Das wäre der Air Squat. Dann kommt ihr wieder in die Kniebeuge. Jetzt möchte ich aber, dass ihr aus der Kniebeuge euch leicht abhebt, dass man quasi ein Papierstück unter dem Fuß ziehen könnte. Das Ganze dann schön fließend hoch und runter, so schnell wie ihr könnt, 20 Sekunden lang. Schön tief rein, bisschen tiefer rein. Jawohl, so würde das dann aussehen. Dann machen wir den Ausfallschritt nach vorne in einer Bewegung. Bewegt euch zwischen den 3 Meter immer nach vorne. Genau, Oberkörper schön oben, dann direkt drehen. Auch 20 Sekunden lang, so schnell wie ihr könnt. Gut. Gut. Dann machen wir Burpees. Ja, auch wieder runter, ganz absetzen, nach oben springen, auch so viele wie ihr schafft in 20 Sekunden, hohes Tempo. Gut. Und als letzte Übung dann Sit-Ups, schnell hinstellen, hinlegen meine ich. In einen 90-Grad-Winkel die Beine anheben, ja, Hände wieder seitlich, nur kurz Oberkörper hoch und so viele wie es geht. Kurz die Schulterblätter anheben, wieder absenken, bisschen mehr absenken. Und auch 20 Sekunden lang Vollgas geben. Denkt dran, ihr habt nur 20 Sekunden Zeit, euch kurz zu erholen und dann direkt in die nächste Übung reinzugehen. Aber Amara hat jetzt richtig Bock, weil wir werden ihn jetzt mal richtig quälen. Gut, wir fangen dann an mit dem Liegestütz. Ach, 20 Sekunden am Stück. Fertig. Und los geht's. Ja, er macht die mittlere Variante, aber ist okay für heute. Komm, ja, come on, come on. Schnell, schnell, schnell. Und wechsel. Und runter. Gut. Noch 2, 1 und Zeit. Dann direkter Wechsel, schön hoch. Ihr habt 20 Sekunden Zeit. Jetzt immer rechts, links im Wechsel bewegen. Schön durchatmen.
Gut. Und Power. Und schnell. Schön berühren bitte, die Flaschen berühren. Dankeschön. Gut, schön schnell bewegen. Jawohl, gut. Weiter, weiter, weiter. Schneller, schneller, schneller. Schöner Mara, weiter. Noch 5 Sekunden. Gut. Wieder kurz durchatmen. Gleich in die nächste Variante rein. Den Ausfallschritt. Immer schön nach vorne. Und los geht's. Gut. Schön sauber bleiben. Wenn ihr es jetzt nicht so schnell hinkriegt, nicht schlimm, macht es langsam. Ja, nur fließend in einer Vorwärtsbewegung. Probiert den Oberkörper so aufrecht wie möglich zu lassen. Hände sind immer diagonal. Und gut. Jetzt kommen die Burpees, Amaras Lieblingsübung. Aber wir machen die normale Version, also das heißt mit Liegestütz. Fertig und los. Eins, komm. Gut. Sehr schön, Amara. Schön aufrecht nach oben kommen, schön hochspringen. Komm, hohes Tempo. Noch 5 Sekunden, komm. Gut. Und Zeit. Und dann die letzte Übung, die Sit-Ups. Wir haben noch einfach vergessen, die Squats. Ah, die Air-Squats. Stimmt. Hat er recht, hat er recht. Finde ich gut, er hat aufgepasst. Fertig. Und los geht's. Schön tief. Jawohl. Gut. Wirklich achtet darauf, dass ihr nicht zu hoch springt. Ganz leicht nur, dass man quasi so ein Blatt kurz darunter ziehen könnte. Gut. Gut. Sehr schön. Und Zeit. Aber jetzt kommen meine Sit-Ups. Beine in einem 90-Grad-Winkel. Schon mal hinlegen. So, fertig. Und los geht's. Und schön hohes Tempo. Achtet auf eure Atmung. Das ist immer wieder ganz wichtig. Sehr schön. Noch 5 Sekunden. Und Zeit. Sehr schön. Ihr habt gesehen, wie es aussehen könnte. Ja, dafür macht ihr dann schön 3 Runden. Und dann passiert mal wieder gar nichts mit euch. Ihr werdet immer fitter. Ja, ihr freut euch darauf. Auf den nächsten Tag Sport, vielleicht aufs nächste Workout oder auf noch ein Workout, was davor war, und gebt Gas. Euer Sven und Amara. Dankeschön. Ich schaff das, Freunde, ich schaff das.